An einem Donnerstagabend wird die Feuerwehr Hamburg aufgrund starker Rauchentwicklung in den Schiffbecker Weg in Billstedt gerufen. Im Anlieferungsbereich eines Aldi-Marktes brannte der Unterstand. Ja, wir sind ausgerückt auf Feuer, starke Rauchentwicklung hinter einem Aldi-Markt. Bei Eintreffen hat an der rechten Gebäudeseite des Aldi-Marktes der Unterstand in voller Ausdehnung gebrannt und das Feuer drohte überzugreifen auf den Dachstuhl des Aldi-Marktes. Doch leider haben sich die Flammen schon ins Dachgebälk des Marktes gefressen. Die Feuerwehr erhöht die Alarmstufe und fordert weitere Kräfte an. Über zwei Drehleiter gehen die Einsatzkräfte in den Außenangriff. Um an die Brandherde zu gelangen, müssen die Feuerwehrleute Teile des Daches öffnen. Der Supermarkt ist mit einer stabilen Tür gesichert. Jetzt, im Brandfall, wird sie zum Hindernis. Um in das Gebäude zu kommen, setzen die Feuerwehrleute das Halligan-Tool, eine Art Brechstange, ein. Dann ist es geschafft. Der Zugang ins Innere ist frei, der Innenangriff kann losgehen. Zum Glück ist der Verkaufsbereich des Marktes von den Flammen verschont geblieben. Nur dahinter im Lager geht es mit der Wärmebildkamera auf die Suche nach etwaigen Glutnestern. Nach einer Stunde ist das Feuer aus. Dank des massiven Löscheinsatzes der Feuerwehr kann das Gebäude vor größeren Schäden bewahrt werden. Brandursache ist nach Ermittlung der Polizei vermutlich Brandstiftung.